Franziska Heinzen, ihr werdet am Freitag für den mit dem Kulturförderpreis vom Kanton Wallis ausgezeichnet. Was bedeutet das auch? Also es ist eine grosse Ehre, natürlich, dass man den bekommt. Und es ist auch wirklich ein Förderpreis, also eine Ermutigung, auf dem Weg weiterzugehen, den ich bis jetzt gemacht habe. Das Kulturbusiness ist natürlich kein leichtes Business, wie man euch allgemein sagt. Ist das schwer, davon zu leben? Also einfach ist es nicht und grosse Sprünge macht man auch nicht. Aber ich kann dankbar sein, dass ich davon so weit leben kann. Und, ja. Was ist so ein Erlebnis, das auch in eurer 4 Jahre Karriere bis jetzt als Profisopranistin, wenn man so will, am meisten geblieben ist? Also es gibt ganz viele Erlebnisse. Eins, glaube ich, was in diesem Jahr passiert, als ich im Theater einspringen musste oder durfte einspringen. Das heisst, man bekommt ein Telefon, ja, hat er in 2 Tagen Zeit, hier zu singen. Und dann habe ich natürlich zugesagt und dann setzt man sich halt in den nächsten Zug und bekommt ein Video zugeschickt und muss nachher die Rolle quasi halb vom Video lernen, wie man es läuft auf der Bühne. Und dann bekommt man eine kleine Probe, aber die ist halt nicht auf der richtigen Bühne und dann heisst sie ja Vorhang auf und dann müssen wir halt das machen, was man weiß und viel ist auch Kreativität. Aber das ist sehr, sehr spannend und es gibt halt so einen extra Kick. Ich würde gleich noch mal kurz auf den Kulturförderpreis zurückkommen. Ihr habt mir vorhin gesagt, ihr habt ein Telefon bekommen. Was ist genau vorgegangen, wenn das Telefon ist? Also zuerst weiss man so nicht so ganz, also glaubt man es natürlich nicht, aber ich war gerade zu Düsseldorf und durch einen Park gelaufen. Und ja, haben einfach eine Nennensfreude gehabt. Also ich glaube, besser hätte es nicht können sein und es kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Wie haben die Leute auch im Umfeld reagiert? Ja, also die haben natürlich auch alle zusammen Freude gehabt und ich glaube, die grosse Reaktion, also viele wissen es glaube ich auch noch nicht, weil es noch nicht so publik ist worden, aber sicher am Freitag werden viel mehr Leute erfahren und für mich ist es natürlich super, weil man halt einfach nur mal als Person präsentiert wird. Ihr lebt quasi auch Träume. Was würdet ihr oder was raten dir Leute, die jetzt gerade in der Berufswahl sind, dass ihre Träume weiterverfolgen? Also es ist tatsächlich ein Traum, aber es ist so, glaube ich, wie eine Rosa mit ein paar Dornen dran. Und ich glaube, man sieht häufig beim Kunstberuf, ob es Theater oder Musik ist, einfach nur der Moment auf der Bühne, sei es im schönen Kleid auf der Bühne zu sitzen oder zu stehen oder der Applaus. Es ist natürlich viel mehr und von dem her ist ein harter Traum. Und ich glaube, wenn man aber wirklich an sich glaubt und vor allem sich selbst treu bleibt, dann kann man viel erreichen.